Bumm. Oh. Ja. Moin. Moin, moin. Tachin. Technisch war es jetzt etwas kompliziert gerade. Also natürlich haben wir hier diese Kameraperspektive, wo man meine Packs sieht, die ich ziehe. Ich habe 200.000 Points aufgeladen. Das Problem ist, ich krieg seinen Monitor nicht gecaptured. Dafür bräuchte ich eine zweite Capture-Card im PC, die habe ich nicht. Ich habe jetzt als Alternative einfach, Trimax zieht auch Packs nebenbei und lacht uns jetzt nicht aus, wir sind große Streamer, bla, aber alternativ habe ich einfach diese Perspektive. Moin, falsch gemacht. Haben wir jetzt einfach das. Das ist jetzt wir ganz normal und die Monitoraufnahme von Trimax. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Anders ging's jetzt nicht, Digga. Man erkennt's, komm, wenn da was Geiles ist, das sieht man. Warum funktioniert das jetzt nicht, Mann? Oh, ich drehe hier gleich wieder völlig durch. Ey, ich liebe das mal, jemanden anderen dabei leiden zu sehen. So, gut, oh, da das Bild, das muss ich jetzt kurz spiegeln. Um 180 Grad drehen. Ja, Bruder, was los? Das habt ihr nicht gesehen? Was war denn jetzt hier? Vertikal Spiegel, ne? Ach, Mann, ey! Was ist denn jetzt hier das Richtige, Digga? Vertikal Spiegeln. Oh, ey! Du hast jetzt dreimal vertikal gespiegelt. Habe ich das dreimal? Ja, hast du schon dreimal gemacht. Dann horizontal spiegeln, ja. Ah ja, so. Oh, Bruder, muss los. So. Dreimal, das ist krass. Geh mal in die Pack-Animation, öffne mal einfach scherzeshalber. Premium Gold Pack. Wie wäre das von der Auflösung? Also, man würde auch erkennen, ob es ein Walkout ist. Also, besser kann ich es jetzt gerade nicht lösen. Wenn du das erste Mal bei Internet Bro zu Hause bist, aber Stimmung noch komisch ist. Ey, wieso sieht man, Leute machen auch aus allen ein Meme einfach, weißt du? Da kommst du nicht drum rum. Aber beim Essen bricht das Eis. Geil, Digga. Ey, das war aber auch gut. Ja, wir könnten jetzt theoretisch gesehen noch ein Spielchen machen. In einer Stunde gehen die ersten Packs los. Wollen wir ein Spielchen machen? Ja. Ja, gut, okay, dann lade ich dich ein. Geil. Wollen wir Einsatz spielen oder was? Um Einsatz? Ja. Fofi pro Tor oder so? Oder ein Honi pro Tor? 100er pro Tor und Differenz? Ja, wir können auch einen 1000er pro Tor machen. So ist es nicht, Digga. Also dann machen wir. Wir machen ja später. Rolex pro Tor. Nee, mir egal. Wir fangen an mit 50 Euro pro Tor Differenz. Und später machen wir noch ein Spiel. Okay, 50 Euro pro Tor. Ich habe auch lange nicht mehr gespielt, Chat. Okidoki. Eins, zwei. Ich bin direkt wieder nervös, ne? Das gibt's nicht. Fofi pro Tor. Profi pro Tor Differenz, yep. Ich habe lange nicht mehr gespielt, Chat. Hab vergessen, Digga, hab Nasenblut, ich weiß nicht mehr, wie man spielt. Aber alles vergessen, Digga. Bin wie gelähmt gerade am Controller. Wenn Trimax mich hier in meinem eigenen Haus oder? Hops nimmt, Digga. Wenn ich dich jetzt besuchen komme, dann nehme ich dir so. Dann stech ich das ihr bei Haus bei eBay rein. Was war das denn? Was machen die? Viera, wichtig! Oh, was? Der fängt jeden Ball ab. Der ist doch auch. Ja, bei mir macht das auch. Ito! Selbstbewusst. Mit dem Ball unter. Ach, Bruder, wahrscheinlich selbstbewusst mit dem Ball unterwegs. Let's go. Ballack, wichtig mit der Übersicht. Ballack, bisher schwaches Spiel. Digga, was? Was? Pelé hat 96er Kurzpass. Ah ja, abseits, Digga, beste Leben. Was? An der Mittellinie? Also Pelé, 96er Kurzpass steht auch nur. Wo hast auf du den 96er Pelé, ja? Den 98, also ist es der höchste 98, glaube ich, oder? 98, ja. Ja, ich auch, den 98er. Okay, aber seine Passwerte stimmen halt überhaupt nicht. Lächerlich, lächerlich, Alter, lächerlich. Das habe ich noch nie gemacht so richtig. Maldini Prime, Mann, Digga. Also den Rainbow gegen Maldini, das geht auch einfach gar nicht. Da haben sich die Coins gelohnt, Digga. Also Pelé, Digga, fliegt aus dem Team raus. Wenn ich irgendwann nochmal aktiv FIFA spiele, dann fliegt der als erstes raus, Digga. Sein Kurzspiel ist so ein großer Witz. Ballack auch gleich hinterher. Ballack macht echt ein mieses Spiel. Was? Bing Bong! Ey, wichtig! Wie kann er das? Was macht der? Wichtig fürs Selbstbewusstsein! Mann. Bing Bong! Was? Maradona mit dem Raucherfuß! Okay, ja, gut. Die sind aber auch schnell, deine Dudes da hinten. Faul? Ja, Schiri? Hallo? Ja, witzig gewesen. Er ist, glaube ich. Oh, ey, was ist denn das? Oh, nee, Brudi. Oh, mein Gott! So lächerlich! Alter, war das gut! Ballack! Bisschen mehr Einsatz da! Matthäus, wichtig! Das gibt's. Ey, das ist. Da. Nein, nein, nein! Oh, hey! Kein Elfer? Das ist er war. Ja, Matthäus hier mit dem Einsatz. Bruder hat Nasenbluten, weiß nicht, was er machen soll. Wichtig! Da geht er
keiner hin. Bing Bong! Digga, 3-2 in der ersten Hälfte, was soll das? Aber nicht so! Druck noch. Ein Angriff geht noch, Abpfiff. Gut. Halbzeit. Okay, okay. 3-2. Ey, deine Tore einfach so am Anfang der 16er, keiner kann ihn aufhalten. Definitiv Hosenvorteil für Monte, sehe ich auch so, ja. Was war das jetzt? Zynisch? Wollte gucken, da kommst du nicht, da kommst du einfach nein, nicht. Nein. Ich komm selten, ganz Digga. Abgebrüht. Oh, das war so schlecht verteilt von mir, aber er hat Nasenbluten, ich hab's gemerkt. Oh. Wichtig! Mann, wie und jetzt der Konter! Der tut weh, der Konter! Ach Mann, ey, zu nervös gespielt. Oh, so ein schöner Überblick. Maradona mit ein bisschen Tempo, Digga. Hat Nasenbluten, Raucherfuß. Übersicht, Ballack hat auch die Übersicht. Pili! Oh. Alter, ich... Immer diese Ballverluste in der Abwehr, die töten mich, weißt du das? Oh, traumhaft! Ach, Nasenbluten! Den hat er. Nasenbluten, ich hätte noch gehen können, Digga. Yassin mit seiner Scheiß. Mehr hast du im Tor auch, Yassin? Nee. Ballack! Ballack ist so, der macht so ein schlechtes Spiel. Die Pässe. Ballack ist ein, bis jetzt, glaub mir, der ist besser als sein gesamtes Team. Echt? Ja. Wichtig. Oh mein Gott, der war doch und noch so schnell. Und jetzt ein schneller Konter noch. Nein, das ist wichtig. Over. GG. Ey, gutes Profi Game. Plus, Digga, gutes schmeckt. Game. Ja, komm, aber überleg, 3-2. Ich wäre gerne die Verlängerung. Überleg, meine ersten Halbzeit, 5 Tore in und der zweiten. Und dann nichts. Nichts. GG. Ja. 50 Euro plus, schmeckt. Weißt du, wo wir uns sehr ähneln beim Stream? Hm? Wir lesen beide gar nichts vor. Ja. Du liest auch gar nichts vor, ne? Nee. Weil... Das ist cool. Geil, Digga. Aber du hast Dings, du hast Donations ausgestellt? Ja, schon seit Jahren. Aber warum? Nehmen wir an, jemand hat Bock, mir einen Zehner zu geben. Dann TV-Stream oder wie die Seiten heißen, nehmen wir es. Dann Umsatzsteuer und dann noch die Einkommensteuer. Dann kommen irgendwie von den 10 Euro 4,50 Euro bei mir an. Also Chat, hier habt ihr das Paradebeispiel. Nennt mich bitte nicht mehr abgehoben, okay? Es ist 4 Euro ist viel, aber ein Zuschauer muss dafür 10 Euro ausgeben. Das Verhältnis. Weißt du, was ich meine? Vorhin. Nein, nicht Peanuts. Wenn ich das einmal zitieren kann, wir haben uns vorhin über ein bisschen Finanzen unterhalten, beziehungsweise über Geld haben wir uns unterhalten. Immer über Immobilien etc. Und Trimax hat original zu mir gesagt, ja, am Ende macht es doch keinen Unterschied, ob du 5 Millionen verdienst oder 1 Million. Ja, vom Glück an sich. Also wenn du richtig viel verdienst. Oder das eine sind 1 Million, das andere sind 5 Millionen. Das sind 4 Millionen Unterschiede. Ja, ich meine, aber du bist so, wenn du viel verdienst, ist es egal, ob du 30.000 im Monat machst oder 300.000. Ich habe vorhin auch das Beispiel genannt von Ninja. Der hat ja irgendwie Networth von... 40 Millionen gehabt und hat dann Twitch verlassen für circa von 35 bis 40 Millionen Deal. Und also ich bin da so fest von überzeugt, ob du 40 Millionen hast oder 80 Millionen. Aber das ist ja nochmal eine andere Summe. Ich finde, zwischen das deiner ersten Million und deinen 5 Millionen, das ist schon, ja, keine Ahnung. Gut, okay, also in 5 Minuten fängt Team of the Year an. Wir werden ziehen. Schon? Ja, ja, macht schon mal eine Wette auf. Wollen wir noch machen, wer heute den von Foot insgesamt den Preis, den teureren Spieler zieht. Heute über den ganzen Abend verteilt. Aber wie viel willst du dann einsetzen? Also ich wäre jetzt bereit, große Summe einzusetzen. Große Summe? Ey! Ja. Ist doch, die, am Ende ist doch egal, ob du 20.000 oder 200.000 hast. Weißt du, wie ich meine? Was du verdienst, ja, aber was du dann beisammen hältst, darum geht's dann schon. Ja, was machen wir? Eine Tausender Wette. 1.000 Euro, wer den besseren Spieler zieht. Ja, wer den besseren Spieler vom Wert zieht. Also, wir müssen uns beeilen. Das 500 Euro Wette. Wer den besseren, nicht nur jetzt, sondern auch später, ne? Heute nur, du für heute. Für heute. Ja. Weil es kommen ja 19 Uhr, 20 Uhr, ja. 21 Uhr. Ich hoffe, dass die Packs nicht so schnell weg sind, dass man schon ein bisschen Zeit hat zu ziehen. 100.000 nur, was ist das für eine Scheiße? 100.000, 50k jetzt nur? Das ist ja nichts, Digga, die sind in 3 Sekunden weg. Warum machen die das? Warum lebt man jetzt so lange? Kein Walkout. Das ist nichts. Das wird weggeatmet. Digga, wir können jeder nur 3 Packs aufmachen. Das ist, Digga. Kein Walkout. Ich auch nicht. Walkout, Deutschland, Deutsch. ZIV, Hummels, BV, oh mein Gott. Das allein die Animation dafür durchlaufen zu lassen, ist schon peinlich. Den schmeiße ich direkt ab, den verkaufe ich gar nicht erst. Ja, ich habe nicht mal Walkout, beste Leben, Digga. Walkout, golden normal. Franzose vielleicht? Nee, wer ist das? Das ist, De Jong, na, Bruder, was ist das? Ich enthalte mich da einfach, bevor ich was Falsches sage. Coop Mainers, ist der gut? Nee. Walkout? Ernsthaft? Ja, das ist mein dritter dann schon. Ja, das ist Torwart, das ist Schmutz. Christensens. Ja.
Wusste ich. SZCZ. Oh, Walkout. Ich hab noch nicht einen Walkout, Digga. Ich hab vier jetzt schon. Franzose, Torwart, Lloris. Tottenham. Wie kann das sein, EA? Ich bin mit dem Typen über die eine selbe Internetverbindung. Er zieht über meine PS5, Digga, und er hat schon fünf Walkouts. Ich hab noch keinen. Oh, Walkout jetzt aber bitte. Ein normaler Walkout kann nur ein Scheißspieler sein. Oder? Warte mal. Löhre, ZDM, Kanté. Das ist der wertvollste Spieler bis jetzt. Echt? 500 Euro in meinem Cash bis jetzt. Alter, 88er, Kanté. Kennst du alle Spieler, wenn die da so kommen? Nein, aber Franzose, Walkout, ZDM oder, also ich weiß ja, was im Team der Woche drin ist. Ah, okay. Oder im Team of the Year, sorry. Alter, damit könntest du heute gefühlt schon... Um die 200.000, ja. Sagen wir einfach mal. 200.000. 20 Stück von den 350ern, Digga. Oh. Daraus jetzt ein Team of the Year, Digga. Das wär's, Alter. Vor allen Dingen, wenn Team of the Year ist, dann muss es ja schon was Dickes sein, ne? Wollen wir mal gucken, ob jemand schon gezogen hat? So, schauen wir mal. Zustimmen. Hat jemand schon Ronaldo gezogen? Noch kein Ronaldo auf dem Markt? Ist ein Lewandowski schon auf dem Markt? Von den 100.000... Naja, zumindest ist es noch keiner auf dem Markt oder ist es noch nicht aktualisiert. Das dauert ja auch immer, bis es aktualisiert ist, ne? Mann, die Packs sind Schmutz, Digga. Ich ziehe immer nur den gleichen Dreck. Nur Torwart auch. Ja, immer den gleichen Inform, Digga. Kann ich mir ein ganzes Team schon wieder mit basteln. Nächster Stream bei dir zu Hause mit dem Drachenlord? Nee, Digga. Das wird nicht passieren. Aber ich kann euch schon mal eins sagen. Zumindest haben Trimax und ich das abgemacht. Jetzt diese Woche werde ich einen Tag, wo ich normalerweise stream, zu Trimax fahren. Also das heißt, ich werde auf jeden Fall Trimax nächste Woche besuchen und mit ihm zusammen bei ihm Packs ziehen. Machen wir das dann auch so professionell mit dem Bildschirm Capture? Ich mach bei der Technik gar nichts. Also ja, bei mir ist es sind noch drei Packs von den 350ern und dann müssen wir bis um 20 Uhr warten. Dann müssten 100 K-Sets kommen. Na dann tun wir bitte ein bisschen mehr. Das war, also ich hätte echt gedacht, dass es wieder so wenig ist. 19:01 waren die Packs ausverkauft. Also 100.050 K-Sets, das kann nur besser werden. Letztes Pack, guck mal, wie viel gab es davon? 20 Stück? Kein Walkout hier jetzt gerade. Was war das denn? Wir lassen jetzt nochmal für die Leute, die am Handy gucken und eine Minute, zwei Minuten Verzögerung haben, kurz Zeit. Walkout? Ja, vielleicht mal aus einem schlechten Pack, vielleicht mal was Geiles. ZDM, Veran, sehr gut. High five, Digga. Der ist gut. Veran, Costa Quadra, gut. Der spielt ja sogar bei mir. Und damit hast du, glaube ich, den teuersten bis jetzt gezogen, oder? Das ist scheiße, aber für dich, ne? Nee, wieso? Den hast du doch gezogen. Achso, das zählt? Ja, das ist doch fair. Ja, stimmt, fair. Den hast du gezogen, nicht ich. Manchmal von Guck mal, was der kostet. Kostet noch über 200.000? Das Duplikat hast du den? Ja, ich hab den schon. Costa Quanta, schau mal nach. Preisvergleich? Der Veran kostet 100, also ist meiner immer noch teurer. Ja, okay. Okay? 137. Gut. So, vor wir wieder pro Tor? Ja, ich hol mein... Oder ich hol mein, nee, wir machen 50 pro Tor und ich hol mein... meine Verluste hole ich jetzt wieder rein. Okay, Fofi pro Tor, Abfahrt. Oh, ey, also Pelé, Digga, ist jetzt Real Talk. Pelé, finde ich, ein overhypter Spieler. Was war das für eine Ballannahme? Hast du gesehen? Das war kein Pass und kein Schuss, das war Ballannahme. Eusebio, ich werde mir Eusebio dafür holen. Wenn ich nochmal aktiv FIFA anfangen werde zu spielen, also Spiele mache, werde ich mir wieder Eusebio holen. Der Typ ist eine Legende. Pelé einfach, Digga, der hat 96er Kurzspiel und ankommen tut's wie ein 53er. Und jetzt wird Pelé gegen mich knipsen, Digga, ich merke schon bei dir. Ah, Bruder, muss los. Was? So darf ich gucken, was soll ich jetzt machen? Was sollst du machen? Bruder, ich will einen auswählen. Ganz komisch, jetzt so hier einen. Ja, Bruder, niemals. Ja! Es ist so, ne? Ich stell sogar einen auf die Linie, Digga, und Pelé fickt mich. Ich stell ihn auf die Linie. Ach, komm, egal. Okay. Oh, Mist. Sind wir wieder bei null. Wo ist er? Zeig mal. Guck mal, was, Digga. Wo springst du? Digga, was war? Digga, ich spuck. Ach, komm. Eigentor hat das gefühlt. Aber es ist aber ein Traum. Es ist wirklich. Guck mal, wie sich duckt der. Wer ist das? Matthäus? Der ist nur 1,40. Ja. Wer stellt denn da jemanden 1,40 in die Mauer? Der Bruder, das war der mir ausgewählt worden ist. Was soll ich dir sagen, Alter? Ich sag, das hast du bei individuelle Taktik. Matthäus und Maradona bilden die Mauer. Ich werde jetzt so offensiv spielen, Digga. Hallo, bitte einmal. Ach, Digga, jetzt habe ich aber auch Scheiße am Fuß kleben. Was? Digga, das der ist doch hier nicht mehr normal. Der hält alles. Merkst du das? Was war das? War das eine Flanke? Ah ja, perfekt, Digga. Abseits aber zum Glück. Aber warum da nicht ein Ding mal wieder reingehen? Ich habe so gute Chancen gerade gehabt. Da geht Maschinen hält. Der noch, ist halt, da muss man halt auch zahlen für. Aber irgendwann bricht er. Ballack! Ach, Digga, Ballack! Ja, was hält der denn? Der hält. Ey, die musst du dir holen, verstehst du das? Der hat 94. Du liegst eigentlich 4-0 vorn. Aber
Ich lieg 1-0 vorne. Och Mann, ey. Er schwimmt. Wichtig! Mann. Mehr als verdient. Aber auch hier gar nichts. Ja, du hast jetzt viele Schüsse. Aber fast wäre Yashin wieder dran gewesen, Mann. Abseits. Ich muss kurz aufmachen, Digga. Das ist mein Fischmann. Oh ja. Ich sag das einmal meinen Kollegen. Holt euch ein Tor. Spart nicht beim Torwart. Holt euch Yashin. Der kostet 1000 Euro. Aber der hält dann auch was. 42. Ja. Ballack, siehst du das? Der kämpft dieses Spiel. Der will noch den Siegtreffer vor der Halbzeit. Bitte! Den Siegtreffer! Die Führung vor der Halbzeit, Digga. Ich fass es nicht, Mann. Woo! Hey, du warst noch für eine Minute noch oben. Jetzt machst du ein Tor. Richtig, Digga. Mal wieder Pelé. 1-0. Warum kommt der Fischmann immer, wenn der Stream an ist? Macht gar keinen Sinn. Eventuell, weil er auch noch ein Leben hat, Bruder. Guck mal. Schüsse und ja. Schüsse aufs Tor 1. Schüsse 10. Ja, ich hab gut dominiert, Digga. Ja, ich weiß. Aber Yashin ist schon geil, oder? Willst du ihn ja auch hin? Ja. Ballack. Formschwach. Ach. Was macht der? Oh mein Gott, Digga. Was war das denn, ey? Hä? Sah aus, als wenn er Ballett gemacht hat. Schön vorgesetzt. Die schlechteste Flanke aller Zeiten. Oh, wenn der da durchkommt. Wichtig. Was, ist da keiner? Lothar! Mit der Klebe! Wichtig! Wieso war da keiner? Was war das? Wichtig! Aber einfach keiner war da. Okay. Mist. Jetzt Maradona halt mit dem Raucherfuß ist er auch unterwegs. Pelé hat die Übersicht. Maradona. Bip, bip. Oh, Digga, das war's komplett. Maradona, ach, komm, mit dem Einsatz fürs Team. Mit dem Pässchen. Das wär ja auch, ne? Dass er da wieder rankommt. Warte, ist noch heiß die Chance. Gib mal her den Ball. Absolut. Was? Ja. Wichtig. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Die spielen gar nicht richtig. Siehst du das? Die wollten eigentlich den Ball haben. Komm. Defense. Ah. Nein. So geil. Das war mal ein schöner Angriff. Zweimal mit der Hacke. Digga. Wieder Pelé. Scheiße. Mann, wo ist die Abwehr? Lächerlich. Oh. Unverdient. Das ist gut, das ist richtig gut. 3-3 ist geil. Ganz außen. Ah, ja, moin, Digga, er tunnelt mich. Beste Leben. Ah, und Tor. Ja. Let's go in der 170. Verdient, Digga. Oh, letzte Chance hier, Digga. Mach dich unsterblich, mein Junge. Er kriegt nicht mal. Oh, beste. Komm. Digga, ich krieg nicht mal einen normalen X-Pass hin. Wäre Mama nah. Let's go. Ja, GG, da hab ich mir die 50 Euro wiedergeholt. Alter, das sind knappe Games, Mann. Das sind knappe Games. Ja. Oh, ey. Ich will Packs ziehen. Hallo. So, wie viele sind? 52.000. Aber die werden auch so schnell weg sein, Bruder. Ja, aber ein bisschen. Gönn dir jetzt mal EA. Walkout. Golden. Schmutz. Kann ich skippen? Nee, kann ich skippen. Kann ich skippen, Digga. Es sind nur noch 170.000 am Start. Jetzt komme ich auch Shop. Walkout. Nichts, kann ich skippen, Digga. Oh, wie lange das braucht, Digga. Das ist doch nicht normal. 131.000 nur noch am Start, Digga. Walkout, komm. Ich bin zwar später reingekommen, aber dafür krieg ich jetzt einen richtig dicken. Frankreich? ZTV? Veran wieder. Das Game leckt wie Sau, ist das normal? Shop aktualisieren, wie lange das braucht, Digga. In der Zeit hätte ich schon zwei Packs, 100.000 nur noch. Ey. Das ist gleich over. Ja. Fürchterlich. Fürchterlich. Guck mal, wie lange der Katalog aktualisiert. Ja, und ich zerstöre den. Komm, gönn EA, bitte. Ja, okay, kein Walkout, perfekt. Beste Leben, Brudi. 38.000 nur noch. Die müssen mehr Walkout raushauen, ne? Ja, die müssen mehr. Walkout. Inform ist das, glaube ich, oder? Deutschland. Deutsch. Ich skip. Das ist Kimmich gewesen. Kimmich, okay. Ey, der Shop-Katalog. Das ist das, was so nervt. Ah, Packs sind nicht verfügbar. Das war's! Wie viel hast du gezogen? Wie viele? Digga, nicht viel. Gut, heute ist der erste Tag. Mal gucken. Vielleicht laufen die 125k-Sets ja besser nachher. Mhm. Vielleicht läuft der Shop auch ein bisschen besser. Aber wäre schon lustig, 500 Euro mit einem Kanté zu gewinnen. Ja, das ist halt, ne? Oh, Walkout. Oh, Bruder, ist das ein Team? Ich weiß nicht. Nein, ach, Schmutz. Oder, ach, Digga, Bruder, was los? Ach, Digga, Bruder, was los? Wurde ich hart reingetrollt. Diese verdammten Champions League-Karten, Bruder. Am Anakäuchung sind auch blau. Nehmt sie doch vor, wenigstens raus, EA. Totti ist lila. Okay, ja. Oder. So, Fuffi pro Tor oder jetzt ein Huni pro Tor? Huni pro Tor? Aber warte mal, du liegst mit Kanté vorne. Wenn Kanté dein stärkster Spieler bleibt und Huni pro Tor,
Dann kann ich hier ganz schnell mit 1000 Euro Minus nach Hause fahren. Sag du, mir ist es egal. Und, ja, 100 pro Tor. 100 pro Tor, okay. 100 pro Tor. Oh Gott! Das ist doch nicht normal, Diggi! Was? Das ist doch nicht normal! War ein guter Angriff von dir, aber 0-0. Das ist echt ganz geil. Jetzt bin ich schon wieder gebrochen, Chad. Ich sag's euch so, wie es ist. Oder doch nicht? Nicht gebrochen! Bing Bong! Huni in meine Tisch! Das ist auch so. Also, dass dieser Pass da nicht ankommt und dann geht er rein. Oh, zack. So lächerlich. Es ist so... Brudi! Wie findest du das? Sag alles... Komm, lass freien Lauf. Hm? Prime Maldini gegen Pelé. Pelé ist 1,33 Meter groß. Prime Maldini 3,10 Meter. Und schau mal, zweimal. Zack. Zweimal gewinnt Pelé gegen Maldini. Zack. Zweimal. Na klar, Pelé, Digga, kann höher spielen. Ach komm, ey, das ist so. Ja. Zweimal gegen Maldini. Aber jetzt, da musst du aufpassen. Da musst du mental stark bleiben jetzt, okay? Das war die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Und jetzt kommt's, jetzt willst du es jetzt wirklich wissen? Ich wollte gar nicht Kreis drücken. Ich bin aus Versehen hier unten auf Kreis gekommen. Mit meinem großen Finger aus Versehen. Und damit, mit diesem Zweikampf habe ich mir den Ball geholt. Aus Versehen. Ich bin hier hinten hinterm Controller drauf gekommen. Ich habe mich verklickt. Cool, also Pelé, sein Kurzpass. Das kannst du wirklich niemandem erzählen, Digga. Ah, perfekt. Und gefickt. Ja, perfekt, Digga. Ein Pass in die Spitze. Das ist jetzt ein Puffer, den ich mir aufbaue. Ist ja nur Prime Maradona, Digga. Ist ja nur Prime Maradona, alles gut, Digga. Den kann man halt auch mal daneben zwirbeln. Alles gut, Maradona, Bruder. Ja, Maradona macht wirklich ein gutes Spiel, Kappa. Wirklich ein gutes Spiel. Wieder scheiße Aufbau. Digga, also was ist denn mit Maradona los? Na klar, Digga, natürlich. Ja, ich hab's eben gecallt, ne? Also, dass Trimax den jetzt nicht macht, okay, aber eigentlich wäre es ein Tor gewesen, Diggi. Oh, Digga, also ich sag euch ehrlich, ich krieg einfach die Dinger nicht rein. Yasin hält auch echt gut, muss ich sagen. Wichtig nochmal! Wichtig nochmal! Oh, hättest du geil gefunden, wenn er den noch gehalten hätte. MAP kommt rein, das ist viel zu gefährlich gleich. Einer geht noch! Einer geht noch! Grätsche. Was? Power Grätsche. Einer geht noch. Abseits. Abseits. Kein Abseits. Kein Abseits. Ey, guck mal, 2 Minuten. Nein. Kein Abseits. Nein. 2 Minuten. Was machst du denn? Ihr habt immer an mich geglaubt. Ja, Digga, 4 Minuten. Ich hab immer an mich geglaubt. Nee, was? Scheiße, ich glaube, ich hatte ihn schon gebrochen. Jetzt ist wieder Verlängerung. Jetzt bin ich, glaube ich, eher gebrochen. So, let's go. Verletzt durch die Aktion, geil. Oh mein Gott, was hast du mit mir gemacht? Digga, den Trick. Was? Digga, jetzt hat er aber auch hier nochmal Pressing reingemacht. Schön und Tor. Ja, schön gespielt, Digga, GG. Bebu. Meine Fresse, Digga, was für Spiele wieder, Mann. Digi, also da laufen zwei und keiner kann den Ball verarbeiten, Digga, diesen wunderschönen Pass. Ja, und jetzt ist dann. Ja, na klar. Was? Oh Mann, 100 Euro werden das auf. Ist doch scheiße. Ein Angriff geht noch, Bruder. Vorhin habe ich das auch geschafft. Ja, jetzt wieder hier eine 8 Minuten nach. Vorhin habe ich das auch geschafft. Schau hin, wie man das macht! Digga, das ist ein Witz. Durch den Spieler. Ich weiß, das gibt's nicht. Wenn die Zeit abgelaufen ist. Gewinner, Verlierer. So, gleich kommen in 16 Minuten die 125k-Sets, Digga. Und da haben wir die nächste Wette. Wer den krasseren Spieler zieht heute, kriegt, ne? 500 Euro. Bis jetzt du liegst vorne mit Kanté. Das ist auch ein Witz, oder? Promopacks, wie viele sind am Start? 200.000, Digga, das ist ein Witz. Wir müssen skippen. Ja. Oder skippen. Ja, scheiß drauf, ich skip. Nee, ich will die Animation, Walkout. Digga. Bei mir nix. Bei dir auch nix. Bei mir auch nichts. Walkout! Nichts. Skippen. Oh, Salah, der könnte was kosten, aber Salah wird nicht teurer als Kanté sein, oder? 90, ja. Walkout, komm, Baby, jetzt aber! Info, das könnte Franzose. Schmutz. Walkout, komm! Schmutz. Digga, nicht kein mal Walkout, eine, nicht ich krieg mal keine Walkout. Ich krieg mal eine Ikone, Digga. Weißt du, wie ich mein Sohn Ding ist das? 51.000 Packs, dafür können maximal jeder noch 2 oder 3 ziehen. Aber allerhöchstens. Komm, gönn doch mal, EA. Danke, komm. Nichts, Schmutz. Walkout. Auch nichts. Normal.
Oh Digga, das ist so eine Scheiße hier, Mann. Ja, ach Mann, ich zieh nur diese scheiß Walkouts. Walkout und? Welche Farbe? Blau, ist das was Gutes? Nee, das ist nichts Gutes. Spanien, ZM. Spanien ist immer scheiße. Ja, ich weiß. Die waren mal so krass, jetzt sind die nur noch mies. Spanien war noch nie gut, Bruder. Außer Sergio Ramos. Ja, Schmutz. Komm, bitte. Packs sind weg, Digga. Was? Also halten wir fest, Digga. Halten wir fest, mein bester Spieler war Salah vom Rating, 90er Rating. Dein bester Spieler war Varane. Das ist das große Team of the Year, wo wir Monate darauf gewartet haben. Mein bester Spieler war Varane, den ich gezogen habe. Also, wir machen es so, Chat. Wir machen eine Wette, okay? Wir machen es so. Wenn um 22 Uhr nochmal eine Lightning Round kommt, es geht um Lightning Round. Wenn um 22 Uhr nochmal eine Lightning Round kommt, gibt es im Februar einen 12-Stunden-Stream von mir. Wenn um 22 Uhr keine Lightning Rounds kommen, spendet jeder von euch, der jetzt hier sagt, um 22 Uhr kommt was, verschenkt da einen Sub bei mir. Was ist los? Sag mal, hast du was gezogen oder was? Nein. Wie geht's bei dir? Hey, wir Trivax und ich haben nur Jarak gezogen. Sag mal, ganz kurze Frage an dich. Um 22 Uhr kommt da was oder kommt da nichts? Also es kommen zu 100% gestellte Packs mindestens. Das ist sonst bei den Events immer so. Ja. Aber ich glaube, ich bin ja aber nicht so... Oh, Walkout, warte. Ja, okay, nix, Digga, alles gut. Brasilien vielleicht, Neymar, Mittelstürmer. Was heißt das? Robert Firmino. Schmutz. Die letzten Jahre war das, glaube ich, so, dass sie dann um 22 Uhr, aber ich weiß auch nicht mehr auswendig, dass es da so Packs gab irgendwie, wo du halt nur Stürmer drin gezogen hast mit einem Mindestrating oder so. Aber keine Lightning Rounds um 22 Uhr. Doch, ich meine schon, warte mal, ich geh kurz in den Keller, ich ruf dich bei WhatsApp zurück, ja? Naja, Digga, das heißt ja, oder was los, ey. Ja, Brudi, dir auch, danke, ciao. Ist geil. Wie leichtfertig du es auch einfach rausgehauen hast. Ich mag den Zwölfer sowieso nicht, Digga. Und? Opex? Nee. Ich hab's gesagt. Alter, aber kurz. Ein bisschen Angst hattest du. Du hattest ein bisschen Bammel. Ich wusste es, Digga. Nein, hatte ich nicht. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Es kommen feste Packs. Ich hab's euch gesagt. Und jetzt, ihr kleinen Wichser, will ich hier die verschenkten Subs sehen. Hat er gesagt. Wenn hier nicht gleich 1000 Subs gegiftet werden von den Leuten, die das alles gesagt haben. Wir haben jetzt 28.000 Subs. Wenn nicht gleich da die 30.000 steht, Digga, war es der letzte Stream für einen Monat, Digga. Dann gibt's im Februar gar keine Streams, Digga. Aber ihr haltet euch dran. Finde ich gut. Ich hab's euch aber gesagt. Oh Gott! Wieder nur normaler, nicht mal ein. Aber kann trotzdem heftig sein. Ja, deutsche Schuld war Schmutz, Digga. Kann mega groß, heftig groß, sein. Groß, Digga. Mit minus 53 Tempo kann er auch genauso wieder aus den Packs raus. Ist der denn echt so langsam? Bitte, in dem letzten Pack jetzt einen dicken Walkout. Irgendwas. Oh, es hat schon viele Walkouts gezogen. Ja, aber nix. Och, Mann, ey. Es bleibt bei Kanté. Also über 100.000, das heißt, wir haben so 1.800 Euro heute ausgegeben. Und das Beste war Kanté und Varane. Vom Wert her, bei 1.800 Euro war der beste Kanté. Ganz traurig. Sehr mager, ne? Auch ein gutes Spiel. Was werde ich denn spielen? Welche Taktik? Ich werde die erstmal spielen. Ah, ich habe wieder Pelé drin, Digga. Vielleicht macht er jetzt ja was, aber... Also passspieltechnisch war der enttäuschend. Geht um 100 Euro pro Tor, Chat. 100 Euro pro Tordifferenz. Oh, wahnsinnig scheiße. Krass. Pelé ist so ein... Pelé ist so ein Schmutzfink in diesem Spiel. Meine Fresse, ich muss gleich wechseln, Digga. Ich wechsle Pelé, Real Talk jetzt gleich aus. Was der da macht, den werde ich auch wieder auf den Transfermarkt hauen irgendwann. Klar, der kann Tore schießen, aber so Stellungsspiel, Laufwege und so, bockt mich nicht. Tore schießen kann er, aber Pässe spielen kann er nicht mehr. 96er Kurzspiel, Digga, am Arsch. Spannendes Spiel, Digga. Bis jetzt. Ach, na Klärchen, Digga. Wichtig. Was? Ja. Der war doch schon drin. Oh, das wäre so ein FIFA. Ich hasse solche Tore, ne? Ich hätte so ein schlechtes Gewissen, wenn ich so ein Dreckstor machen würde. Der kotzt sich immer so heftig ab, wenn meine Gegner das auch machen. Du hast den Ball schon geklärt, der Abwehrspieler hat ihn und er flutscht ihn einfach Maradona vor dem Fuß. Safe, ja. Okay, ja. Sehr anstrengend, also sehr, sehr intensives Spiel. Wir schweigen relativ viel, Digga. Wir heute sind besser auch als im ersten Game. Aber liegt auch, also ich spiele eine andere Taktik jetzt. Mhm. Nicht so offensiv. Jetzt bist du so frei.
Ja, da habe ich zu lange getrödelt. Hätte ich. Ja, aber mit Ballack, Digga, ist auch nicht der Dribbelkönig. Mann, die Pässe! Ich hab's nicht mehr drauf, diese. Also, das hat mich schon mal echt besser gemacht. Schön. Direkt vor deine Füße, perfekt. Boah, ist das ein anstrengendes Alter, Spiel. Alter, das ist ein anstrengendes Game, Mann. Same. Meine Güte, ey. 0-0 noch. Ja, sehr anstrengend. Ich sehe ja sowieso, wo du eigentlich hinmachst. Ja, stimmt schon, aber das kann passieren. Trotzdem Tor jetzt, Digga. Oh Gott, ey, ich hab Angst. Meine ganzen Verteidiger waren vorne bei der Ecke. Maldini, Varane, alle vorne. Gut, dass der Schiedsrichter da abpfeift. 0-0 nach einer Halbzeit. Eine, zwei Schüsse aufs Tor. Hast auch besser gespielt. Also, in der Defense sieht das ganz gut aus gerade, aber vorne. Ja, ich muss offensiver gehen. Risiko, Digga. Räume. Ja! Das ist das FIFA-mäßigste FIFA-Tor. Das war ein FIFA-Tor. Also Digga, dreimal, ja. Was macht der Verteidiger da? Richtig! Oh mein Gott, was für ein Pass! Yassin, Digga. Ballack! Ach, Digga. Mit links? Kann er das mit links? Ballack hat einen starken 95er Schuss, Digga. Okay. Und schwacher Fuß, glaube ich, 4, wenn mir nicht alles täuscht. Also, Ballack kann schon mal einen auspacken, Digga. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Was? Der hatte den Ball gar nicht. Rot. Nee. Nicht? Fällt's auf FIFA, Brudi. 29 Meter. Macht dich unsterblich. FIFA-Tor. EA lässt grüßen. EA möchte nur, dass so welche Tore passieren. Die wollen keinen Aufbau oder irgendwas. Die wollen nur Scheiße. So, Digga, wie er ihn einfach, Alter, weggeschubst hat. Komm schon, bitte jetzt nicht schon wieder, bitte. Yassin, ja! Oh mein Gott, was? Der hätte kein anderer Tor auf der ganzen Welt gehalten. Alter, er macht den Arm hoch. Diesmal nicht in der 94. Nicht zweimal in der 94. Komm, nicht zweimal. Junge, GG, geiles, ja. Game. GG. Geil, Yassin, holy shit. Ey, ohne Witz. Ich fass es nicht. Schade. Aber diesmal würde ich auch sagen... Das Game war gut. Trimax hat auf jeden Fall ein, zwei Schüsse mehr gehabt. Ich denke, der Sieg geht klar für ihn. Boah. Schade, Digga. Aber jetzt mal auf den gesamten Tag verteilt. Yassin hat bestimmt 5 Dinger gehalten, die bei Allison reingegangen wären. Aber am Ende, Digga, sind wir auf 0, ne? Ja, das stimmt. Aber stell dir vor, du hättest jetzt noch Yassin. Oder ich hätte Allison. Nochmal ein Entscheidungsspiel, oder was? Willst du? Ja, komm. Ich auch, komm rein da. 2-2, Entscheidungsspiel jetzt. Ja, Mann. Let's go. Auch ein gutes Spiel, letztes Game. Wurde genau gleich viele Tore. Steht auch 0-0. Ja, ja, ist 0-0. Das ist schon krass, finde ich, nach 4 Games 0-0. Also 0-0 vom Wert jetzt her, ne? Ja, genau. Elfmeter, oh mein Gott, der geht noch nicht mal rein. Die Rätsel war... Und jetzt? Kannst du doch mal Elfer sehen? Oh, ich hab rote Karte, Digga. Echt? Und jetzt? Ja, jetzt bin ich gefickt. Jetzt kannst du aber sehen, wo ich hinschieße. Ey, das ist ja voll low, zu zweit zu spielen. Wer denkt sich das denn aus? Keine Ahnung, Digga. Rot und Elfer drin direkt, obwohl der Schuss noch nicht mal reingehen. Wenn ich den jetzt auch schießen lassen, was soll ich den dann auch... Ja, ja, genau. Voll dulli, Digga, wenn ich sehe, wo er hinschießt. Aber wer hat sich das denn ausgedacht bei... Keine Ahnung, Digga. Spiel ist gelaufen. Ja, Pelé wieder. Ja, Pelé kann halt auch wieder den Ball nicht verarbeiten. Oh mein Gott, das hasse ich in FIFA so. Richtig. Das ist so mies. Richtig, aber trotzdem bin ich gebrochen, Digga. Ich, ja, hab eine rote Karte, war Digga. War das echt rot? Oh mein, ja, ja. Schon wieder? Hallo, was machen die? Kann der Ball vielleicht auch so fair ist, halber, danke. Ich fass es nicht. Och, komm schon. Nee, das ist... Zweimal aus der Abwehr den Stürmer vom Fuß. Ey, das ist nicht. Das ist dumm. Das sollte das Game, wo ich dir richtig die Hütte vollballere. Oh, ist das mies! Das ist mies, Digga, ja. Vom Ballack. Und das ist so lächerlich, Digga. Pelé. Legende. 2-2. Ist halt extrem schwer, auch durchzukommen. Wenn da die ganze Abwehr steht, Digga, dann machst du halt nichts. Ja, und obwohl ich alle Mann in der Verteidigung habe, ja, kannst du nichts machen. Ich hab extra umgestellt. Ich habe alle Mann in der Verteidigung, trotzdem steht meine Verteidigung
Scheiße. Los ist manchmal. Ein Mann weniger, Digga, das merkst du jetzt anscheinend. Schade, werde ich nicht mehr das Ruder rumreißen können. Das Comeback hat sich zwar gut angefühlt gerade, aber ja, die Hoffnung ist gerade, Rudi, gebrochen. Ja. Perfekt, Digga. Jetzt geht's los, wir sind erst in der 39. Bereue es absolut, dass Max eingeladen hat, Kapi. Oh, 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 oh. Was macht er denn mit dem Ball? Keine Ahnung. Oh, perfekt. Okay. Nein. Was? Wieso denn Elfmeter, Digga? Also was tut uns ja, jetzt wo darf ich ihn noch reinschießen, Digga? Hau ihn rein. Ah, jetzt verschieße ich ihn, Digga. Oh. Digga, es kommt ein Fehleinwurf in die Mitte. Ich weiß nicht, wo dann Elfmeter war, dann flutscht der Ball, Digga. Und dann ist Elfer. Rullit! Ja, perfekt, Digga. Der kann einfach, der fällt nicht um. Nee. Das war, ja, lass mal auf, ganz kurz. Schau mal, was mein Abwehrspieler macht. Das hat er verkackt, der hätte sich schon nehmen können. Hätte er sich auch nehmen können. Nehmen können und Tor. Hä? Gibt's nicht mehr. Jetzt noch nicht. Das ist, glaube ich, mein schlechtestes Game. Ich bin halt einmal in Überzahl. Wie kann das nicht sein? Also, wie kann das sein, dass wir da nichts mehr draus machen? Ins Maul. Erwischt ihr sich so weit vor, habt ihr's gesehen? Die Prime-Ikone, Digga, kann den Ball nicht verarbeiten. Mann, ey. So schön gespielt, da kann er den Ball nicht verarbeiten, ey. Mann. Bam! Yes! Digga, was? Also, dieser Eto'o, der wieder in der 88, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. What? Geil. Und das ist die zweite rote. Ey, Elber zu schießen ist ja so kacke zu zweit. Die kannst du haben. Du hast zwei rote. Ich werde jetzt in die Hütte vollballern. Ups, was war das? Wo kommt denn an? Ey, komm, 9 gegen 11. 9 gegen 11. Stell dir mal vor, jetzt würde ich noch ein Tor machen, Digga. Stell es dir einfach nur vor. Schiri, pfeif ab. Schiri. Oh! Also Last-Minute-Tor sind aber meine heute, ne? Also aber damit, ganz kurz, Chat, damit steht 6-6. Max hat einen Elfmeter bekommen, den habe ich zwar gehalten, weil ich ihm den in dem Moment nicht gegönnt habe, aber es steht 6-6. Scheiße, okay. Scheiße. 6-6 steht es. Scheiße. Ist jetzt direkt Abpfiff oder was? Ist das einfach Abpfiff? GG, Digga. Eher GG, aber. Also zwei Spieler weniger, Bruder, was soll ich machen? Ich hab reingeschissen einfach. Gut, alles klar, Chat. Dann mache ich kurz eine Runde Werbung. Max macht jetzt eine Heidi Jalla. Bitte eventuell noch Tschüss sagen, oder? War mega geil. Also müssen wir wiederholen. Ist auf echt. Okay, Dienstag komme ich zu dir. Dienstag, wenn alles klappt, kommst du zu mir. Das war ja der Plan, genau, richtig, Digga. Dann machen wir auch mal Team of the Year, dann machen wir dann auch noch mal ein Game gegeneinander. Freue ich mich drauf, geil. Easy. Ey, das war ultra nice. Auf jeden, ja. Okay. Ich bring Max nach oben, mach Musik an, bis gleich. Bis gleich.